Fahrverhalten, Agilität, Lenkgefühl, Getriebe. Meiner Meinung nach kann das VW einfach. Was mir nicht so gefällt am T-Cross, ist das Cockpit. Man hat einfach super viel Hartplastik. Diese ganzen großen, schmierigen Touchscreens, muss ich sagen, sind auch nicht so mein Ding. Ich stelle jetzt mal ganz dreist die Vermutung auf, dieses Fahrzeug ist für fast alle etwas. Von welchem Fahrzeug ich rede? Ich rede von dieser orangenen Knutschkugel hier, dem VW T-Cross. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Autobild-Garage. Der VW T-Cross ist seit 2019 auf dem Markt. Seit Herbst 2020 steht dieser 1.0 TSI VW T-Cross hier bei uns auf der Dauertestliste und ist in der Zeit fast 42.000 Kilometer gefahren. Zeit also für einen Zwischenbericht, ein Zwischenfazit oder einfach eine Autobild-Garage. Los geht's! Der VW T-Cross steht auf der gleichen Plattform wie der VW Polo, auf der MQB-A0-Plattform. Er bedient sich also bei der gleichen Technik, bei der gleichen Motorenpalette. Also ist relativ viel ähnlich. In Zahlen bedeutet das, er ist 4,11 Meter lang und 1,76 Meter breit. Er sortiert sich damit unter dem T-Roc und dem Tiguan, die beide auf der Golf-Plattform stehen. Allerdings ist er mit 1,58 Meter einen ganzen Zentimeter größer, also höher als der T-Roc, was man vor allen Dingen an der Luftigkeit im Innenraum merkt. Kommen wir jetzt aber zum Design. Der T-Cross besticht durch ein relativ unaufgeregtes Design, wenn man mal von der Farbe absieht, und durch klare Linien. Die Front kennen wir schon vor allen Dingen vom Vorfacelift vom Tiguan. Und um seinem Cross im Namen gerecht zu werden, hat der T-Cross sehr viel Plastikbeplankung vorne, am Heck und hier an den Rathäusern. Apropos Rathäusern, ja, ich bin die Königin der Überleitung. Wir haben hier 18 Zöller, das ist das obere Ende, das untere Ende wären 16 Zoll Stahlfelgen, es reichen aber, seien wir ehrlich, auch ganze 17 Zoll Felgen. Interessanter wird es jetzt tatsächlich hier hinten am Heck. Wir haben serienmäßige LED-Rückleuchten, die mithilfe eines Reflektorbandes miteinander verbunden sind. Und darüber gibt es so eine schwarze Blende, die das Heck des T-Crosses interessanter und bis jetzt auch einmalig im VW-Portfolio gemacht haben. Bisher, denn wir haben ja jetzt den VW Taigo aka Nivus, der auf den Markt kommt. Und das ist ja die Coupé-Version des T-Cross und dementsprechend hat er auch das gleiche Heck wie der T-Cross. Genau. So, was fällt jetzt hier hinten noch auf? Wir haben hier einen schwarzen Dachkantenspoiler, den T-Cross-Schriftzug, der hier ausgeschrieben steht und die Plastikbeplankung, von der ich an der Front schon gesprochen habe. Ich hatte es bereits erwähnt, aber der T-Cross bedient sich ja gleiche Plattform an der gleichen Motorenpalette wie beim VW Polo, allerdings nur in verkleinerter Variante. Beispielsweise gibt es kein Diesel mehr, aber drei Benziner. Einmal 95 und 110 PS, das sind 1 Liter Dreizylinder, und einmal 150 PS, ein 1,5 Liter Vierzylindermotor. Wir haben hier einen 115 PS starken Dreizylinder. Achtung, der wird so nicht mehr angeboten. Wie gesagt, dafür gibt es jetzt 110 PS. Reicht aber auch tatsächlich völlig aus. Also die mittlere Variante. Klein ist ein bisschen zu langsam. Groß muss man, also der 150 PS starke Benziner, muss man halt abschätzen, ob man das gerne möchte, auch ob einem das wichtig ist. 110, 115 PS reichen völlig aus. Bei den Antrieben kann man wählen zwischen einer 5- und 6-Gang-Handschaltung bzw. einem 7-Gang-DSG. Wir haben jetzt das 7-Gang-DSG hier verbaut. Das schaltet auch flüssig. Muss man selber wissen. Ich persönlich würde jetzt tatsächlich eher zum Handschalter greifen, aber ich schalte auch noch lieber gerne selber. Wie bereits erwähnt, der mittlere Motor reicht hier völlig aus. Wir haben hier Verbrauchswerte von 6,1 Liter pro 100 Kilometer gemessen bei gemächlicher Fahrweise. Reicht aus. Klar, Diesel wäre wahrscheinlich bei 4 Liter, aber 6,1 ist für diese Größe, glaube ich, auch völlig ausreichend. Von 0 auf 100 geht es in 10,2 Sekunden. Vmax ist bei 193 km/h erreicht. Und die erreicht man auch tatsächlich auf der Autobahn. Die Fahrweise ist echt schon ein bisschen sportlich. Klar, sportlich in dem Sinne
ist ein komplett anderes Auto, aber Überholen auf Landstraße und Autobahn ist kein Problem. Wendig und schnittig geht es aber auch im Stadtverkehr los, also ein grundsolides Auto. Wenn wir uns direkt in den VW T-Cross reinsetzen, fällt direkt auf, für einen Kleinwagen SUV ist hier echt viel Platz. Vor allen Dingen auch nach oben hin beschweren sich die großen Redakteure auch nicht und sagen, Mensch, haben wir hier aber viel Kopffreiheit. Und man merkt hier tatsächlich schon diesen 1 cm zum T-Roc, dass wir ein sehr großes Platzgefühl haben. Klar, der Tiguan hat nochmal ein anderes Platzgefühl von der Weite, von der Räumlichkeit her. Wie gesagt, ist aber auch eine Klasse größer. Das Zweite, was dir direkt auffällt, alles Hartplastik. Das muss man schauen. Klar, es ist ein bisschen robuster dadurch und es ist ein Kleinwagen-SUV, aber dieses Fahrzeug hier kostet 32.000 Euro und mindestens bei der Airline, also man hätte Soft Touch sich mal gönnen können. Klar hält es dadurch ein bisschen mehr aus, aber auch diese Farben, die hier als Akzente gesetzt wurden, muss halt gucken, wer die Zielgruppe ist. Ich glaube, einigen Menschen könnte es gefallen, anderen wiederum nicht. Aber man merkt halt schon, ne, wenn hier irgendwie was drankommt, da hat man hier schon die ein oder anderen Macken im Hartplastik. Ist ein bisschen schade. Und tatsächlich hat die Armatur jetzt schon angefangen zu knarzen. Schön ist, dass dieses Multifunktionslenkrad schon in der Basis erhältlich ist. Das digitale Cockpit ist aufpreispflichtig und das Infotainment hat hier 8 Zoll, Basis wären 6,5 Zoll. Die 225 Euro für Apple CarPlay und Android Auto kann man sich ruhig mal gönnen. Ist zwar nur über Kabel hiermit verbunden, aber funktioniert spitzenmäßig. Ist halt alles nicht so schnell, aber es funktioniert. Es funktioniert okay. Also die letzten 10.000 Kilometer haben wir doch das ein oder andere Mal tatsächlich aber Probleme gehabt, dass dieses Infotainment einfach abgestürzt ist. Da gibt es mittendrin irgendwie so ein Fehlton, so und es bricht komplett zusammen und muss neu gebootet werden oder bootet sich selber neu, startet komplett neu. Vor allen Dingen, wenn du auf der Autobahn bist und einfach deine Navigation mittendrin abbricht, denkt man sich dann auch schon so, okay, wie komme ich jetzt nach Hause? Übertrieben gesagt. Was hier auch schön zu erwähnen ist, wir haben hier noch Knöpfe, nicht nur für die Lautstärke, sondern auch beispielsweise für die Klimasteuerung. Das ist alles sehr einfach zu bedienen, keine technischen Hürden, alles sehr zeitlos. Schön ist auch zu erwähnen, wir haben hier relativ viele Assistenzsysteme, auch schon in der Basis, in der Grundausstattung, was leider aber auch wieder so ein Manko ist. Weil die Assistenzsysteme hier sind nicht gerade sehr zufriedenstellend und haben schon den ein oder anderen Nervenzusammenbruch, also das ist zu viel gesagt, aber die ein oder anderen Wutanfälle provoziert. Unter anderem das PDC, das überempfindlich ist. Langsam um die Ecke fahren, weil ein Radfahrer von hinten kommt, startet sich das PDC. Du stehst im Stau auf der Autobahn und bist im Stop and Go, startet sich das PDC. Das ist ein bisschen anstrengend. Der Notbremsassistent, da hat tatsächlich auch ein Redakteur im grünen Heft, in unserem Dauertestheft, davon berichtet, wie auf freier Autobahn einfach der Notbremsassistent gestartet hat und mitten auf der Autobahn eine Notbremsung hingelegt hat. Will man jetzt auch nicht unbedingt haben. Was mir außerdem noch aufgefallen ist, bei 130 auf der Autobahn, es regnet, ich mache die Scheibenwische an, ich höre das Relais klicken. Kenne ich jetzt auch nicht von allzu vielen Autos. Das letzte Auto, wo ich das Relais habe klicken hören, war mein Golf 2, mit dem ich fahren gelernt habe. Bevor wir auf die Rückbank gehen, müssen wir noch ganz kurz über diese Sitze sprechen. Die sind sehr bequem, sie sind auch sehr hoch. Wir haben hier eine Sitzhöhe von 63 cm. Mögen auch meine Großeltern tatsächlich sehr gerne diese Sitze. Sie sind sehr bequem und nach 42.000 Kilometern auch echt gar nicht ausgenudelt. Mir wurde aufgetragen, hier voller Freude darüber zu berichten, dass die Scheiben sich hier vollständig versenken lassen. Das gibt es natürlich nicht bei jedem Fahrzeug in dieser Größe, aber der T-Cross kann es. Sonst habe ich hier Platz genommen auf meinem verpflichtenden Platz in der Mitte, um einfach mal die Größe einzuschätzen. Und ihr seht schon,
ich habe hier schon gut Platz. Also auch nach oben hin haben auch genügend Redakteure, die größer sind als ich. Platz. Dieser Sitz hier ist auf 1,76 Meter eingestellt. Ein Kameramann, der sehr viel Platz braucht, also 1,76 Meter, ich glaube, da würden auch 1,80 Meter, 1,85 Meter Platz haben. Und dieser ist auf meine Körpergröße auf 1,70 Meter eingestellt. Und ihr seht schon, dadurch, dass die Sitze hier auch so einfallen, hat man hier echt viel Platz. Ich glaube, langstreckenmäßig ist es auch echt bequem hier hinten. Zu viert, zu fünft würde es vielleicht ein bisschen eng. Und auch hier passt natürlich die Größe komplett. Macht echt Spaß. Kommen wir jetzt zum Kofferraumvolumen und da haben wir 358 Liter. Und besonderer Clou, ich weiß, das hat der Renault Captur auch, aber wir haben hier eine verschiebbare Rückbank, die wir hier 14 cm nach vorne schieben können. Und dadurch wächst das Volumen auf 455 Liter. Allerdings entsteht dadurch eine sehr unsexy Kante. Selbst der aufpreispflichtige, höhenverstellbare Boden rettet das nicht. Das ist ein bisschen mau. VW, was ist da los? Also es ist nicht ganz so geil. Bei umgeklappter Rückbank kommen wir auf 1281 Liter Kofferraumvolumen und da sind wir schon im Kompaktklassenformat. Für mich ist der VW T-Cross wirklich das perfekte Auto für entweder die kleine Familie oder einfach jemanden, der hochsitzen möchte, aber auch einen guten Reisekomfort hat. Ich muss wirklich sagen, auch auf Langstrecken konnte das Auto mich voll überzeugen. Die Verarbeitung ist ein kleines Manko meinerseits, nicht aber die Verarbeitungsqualität, sondern rein die Materialauswahl. Denn ich finde, man hätte ruhig vielleicht doch auch aufgeschäumtes Plastik nehmen müssen, nicht ausschließlich Hartplastik. Aber gut, das ist wahrscheinlich auch dem Preis geschuldet. Fahrverhalten, Agilität, Lenkgefühl, Getriebe, meiner Meinung nach kann das VW einfach. Der VW T-Cross ist definitiv einer meiner liebsten Begleiter von unseren Dauertestern, denn insgesamt ist er einfach super entspannt. Der ist fein abgestimmt und gerade im Stadtverkehr ist er dadurch, dass er so wendig ist, ein super entspannter und smoother Begleiter. Deswegen wähle ich ihn sehr gerne und habe schon sehr, sehr viele Kilometer mit ihm abgespult. Was mir nicht so gefällt am T-Cross ist das Cockpit. Man hat einfach super viel Hartplastik, diese ganzen großen, schmierigen Touchscreens, muss ich sagen, sind auch nicht so mein Ding, aber das ist letzten Endes Geschmackssache. Was wiederum echt cool ist, sind Android Auto und Apple CarPlay. Das nutze ich persönlich nämlich wahnsinnig gerne und im T-Cross ist es einfach ein super Zugewinn fürs Infotainment. Was ich an dem T-Cross mag, ich mag den einfach gerne fahren. Tatsächlich ist der was für die Stadt, fürs Wochenende und man kann sogar mit ihm in den Urlaub fahren, wenn man vielleicht eine Seite umklappt. Er fährt sich einfach schön, er hat ein gutes Getriebe, gute Fahrwerkabstimmung. Der Dreizylinder macht auch ziemlich viel Spaß, also zumindest für diese Größe Auto. Insofern ein rundum gelungenes Paket. Wenn man nicht überall so ganz genau hinguckt. Denn wir sind hier natürlich in einer Hartplastikwüste. Ja, das muss man so sagen. Allerdings muss man eben auch sagen, in dieser Größe und für diesen Preis gibt es bei VW im T-Cross ein deutlich besseres Auto als zum Beispiel beim T-Roc. Der hat nämlich genau das gleiche Plastik und sieht innen auch nicht viel schicker aus. Hier ist es wenigstens noch alles schön lackiert, also insofern hat man noch so ein bisschen Freshness, nenne ich das mal. Die Preise sind diesmal relativ zügig abgefrühstückt, denn ich habe die Aufpreisliste nicht hier bzw. nicht mit, was wahrscheinlich auch besser ist. Und der VW T-Cross fängt tatsächlich bei unter 20.000 Euro an. Genauer gesagt, bei 19.870 Euro gibt es den 95 PS starken Benziner. DSG startet bei 23.200 Euro. Allrad wird nicht angeboten, Diesel wird nicht angeboten. Das heißt, das fällt alles weg. Die Ausstattungslinie Style, die wir hier haben, das ist die höchste Ausstattungslinie, startet bei 25.835 Euro. Und wer die Airline-Ausstattungslinie dazu haben möchte, der muss noch einmal 1.600 Euro mehr in die Hand nehmen. Und der Testwagen, wie er hier steht, hat in Summe 32.607 Euro gekostet. Und damit kommen wir zur Konkurrenz und ich fühle da ein hartes Déjà-vu, denn vor nicht allzu langer Zeit habe ich tatsächlich den Ford Puma, der ja auch ein Kleinwagen-SUV, ein Crossover ist, hier in der Garage vorgestellt. Ich verlinke euch mal das Video hier oben. Und da habe ich auch schon gesagt,
Wir haben sehr, sehr viele Konkurrenten hier in dieser Klasse, weil es einfach ein sehr beliebtes Segment ist. Und neben dem Ford Puma ist dann natürlich noch der Hyundai Bayon zu nennen, der Opel Crossland, der Ford EcoSport. Hausintern bei VW wäre natürlich noch der Seat Arona und der Skoda Karmic zu nennen und noch der Renault Captur. Und wisst ihr, was mir da aufgefallen ist? Also, wer mir das erklären kann, packt es mir gerne in die Kommentare. Aber der Renault Captur startet mittlerweile bei 21.550 Euro. Ist damit teurer als der T-Cross in der Basis. Ja, ich weiß, da sind ein paar Assistenzsysteme mehr drin, aber wow, ein Renault Captur kostet mehr als ein VW? Was ist denn da passiert? Jetzt stellt sich die Frage, für wen ist dieses Auto etwas? Und ich habe es vorhin schon erwähnt, für eigentlich alle. Es ist ein sehr leicht verständliches Auto, technisch setzt es niemanden vor große Herausforderungen. Es ist klein und wendig und sehr praktisch für die Stadt. Allerdings auch bequem und komfortabel genug und fährt souverän auch auf der Langstrecke und ist dabei komfortabler als der VW Polo. Wir denken, dass es sehr gut für Familien etwas ist mit maximal einem Kind. Ab zwei wird es doch ein bisschen enger. Ältere Menschen werden sich sicherlich durch den hohen Einstieg und die hohe Sitzposition angesprochen fühlen, jüngere durch die coole, flippige Farbauswahl. Kritik gibt es natürlich auch noch. MEB3 würden wir uns hier gerne wünschen, einfach für kabellos Apple CarPlay und Android Auto. Aber wir brauchen ja beim Facelift noch Luft nach oben, genauso wie es noch sehr viel Luft nach oben bei den Assistenzsystemen gibt. So, und dann müssen wir noch über den Dauertestbericht reden. Und da müssen wir eigentlich gar nicht so viel darüber reden, denn es gibt planmäßige Wartung, aber nichts Außerplanmäßiges. Keine Reparaturen, keine Unfälle. Dieses Auto läuft wie geschmiert. Damit kommen wir zum Schluss und zu eurer Aufgabe, mir fleißig Kommentare zu hinterlassen, wie ihr dieses Fahrzeug findet, wie ihr dieses Video findet, ob ihr vielleicht lieber ein anderes Kleinwagen-SUV fahren würdet. Lasst mir Likes und Abos da, ihr kennt das ganze Spiel. Damit verabschiede ich mich. Bis zum nächsten Mal und ciao.